Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 13. Wir machen erstmal weiter. Die nächste Partie ist gegen Marseille, sehe ich. Oh yeah. Wir gehen jetzt endlich mal wieder international. Die letzte Aufnahme von FIFA 13 ist ja schon etwas länger her. Ich mache ja momentan ein Praktikum und das ist auch relativ anstrengend. Jetzt die Tage GTA 4 so viel aufgenommen, kommen auch sehr viele Folgen hoch. Ja, soll bei FIFA jetzt auch so werden, da ich jetzt auch demnächst etwas mehr Zeit habe. Es geht ja auch gen Ostern, was man draußen leider nicht unbedingt so sieht. Also, wenn ich jetzt gerade mal den Blick aus dem Fenster werfe, dann sehe ich doch schon, dass die weiße Scheiße wieder vom Himmel geregnet kommt. Ey, gibt es doch gar nicht, ey. Mann, haben wir noch... welchen Tag haben wir heute eigentlich? Ah, den 20.03. und es schneit immer noch. Mann. Kotzen ist das. Naja, gucken wir uns mal unser Team an. Wie sieht's denn hier aus? Boah, hier von der Fazon. Das hört sich doch mal ganz gut an. Jansen, ein Wert von 80. Sehr schön, Badei. Adrian. Kann man so lassen. Ich glaube, Skjelbred kommt mal raus. Arslan kommt mal in die Auswechselspielerriege. Und sonst kann man ja mal Rajkovic für Manciens spielen lassen. Aber Lakina Traoré, das dauert noch ein bisschen, bis er wieder fit ist. Und wir gehen jetzt einfach mal zur nächsten Partie. So, ich trinke mir noch einen Schluck. Ist gerade übrigens ziemlich warm bei mir im Zimmer. Nehme auch heute mal mit meinem anderen Mikrofon wieder auf. Mit meinem Rode Mikrofon. Oh yeah, 1000 Punkte. Ups. Oh, ganz knapp. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Starten wir jetzt direkt mit der Partie. Och, da schneit's auch. Ich kann's doch schon nicht mehr sehen, ey. Mann. Aber es ist immer noch ein bisschen laut bei mir auf den Kopfhörern. Deswegen mache ich es gerade noch mal etwas leiser. So müsste es besser sein. Spiel fortsetzen. Marseille mit Anstoß. Die haben natürlich auch den einen oder anderen großen Namen. Olympique Marseille sind auch, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren mal Meister geworden. Und jetzt halt eben PSG natürlich ganz groß in Frankreich. Dank des Mäzen. Dank diesem Typen da, der die ganze Zeit Geld da reinpumpt. Wie er heißt, weiß ich nicht. Interessiert mich auch ehrlich gesagt gar nicht. So. Was mich eher interessiert ist, hoffentlich übersteuere ich gleich nicht, wenn ich hier gleich rumschreien werde. So, Boakia, haben wir jetzt hier schon in der Offensive seinen Schuss. Aber der Torwart hält. Mandanda. Müsste es sein. Gut, bis jetzt habe ich noch nicht übersteuert. Das hört sich sehr gut an. So. Jawohl! Und nach der Ecke! Heiko Westermann macht sein Tor. Der Kapitän macht es. Super Ecke von Aogo. Und gleich vor der nächsten Partie, in der nächsten Folge, drehe ich den Fader mal etwas runter von Mikrofon 1. Dann kann ich auch noch ein bisschen lauter schreien als jetzt gerade. Das ist doch etwas lieber als dieses halbe Rumgeflüster daher. Ne? Ich bin ja so, er kennt mich ja. Ne? Also... Ich bin ja kein Freund der leisen Töne. Und dem Mund. Ja, und noch Töne. Ach, egal. So, Son verliert hier den Ball. Hätte ich auch irgendwie anders spielen können. Ist egal. Milan Badei holt ihn sich hier wieder. Von der Fahrt jetzt mit dem Pass raus auf Son, aber Nkulu holt sich wieder den Ball. Wabuena ist ein guter Spieler, auf den sollten wir aufpassen. Auf Ayev auch. Ah, hier haben wir mit Westermann den Ball wieder geholt. Super Ecke auch von Dennis Aogo. Ich hatte erst noch befürchtet, dass er nicht genug Power hinter ist hinter der Ecke, aber sie war ja genau perfekt. Sehr schön war die Ecke auf jeden Fall. Unser erster Eckballtreffer seit einer gefühlten halben Ewigkeit.
So, Marcel Jansen. Schöner Pass auf Bardet, aber der kann sich da leider nicht durchsetzen gegen den Abwehrspieler von Marseille. Den Namen möchte ich gar nicht aussprechen, der gerade am Ball ist. Aber wir sollten hier mit Brümer jetzt etwas aufpassen. Die Flanke kommt, aber wird abgewehrt. Ajew holt sich den Ball noch. Und Wessermann war es, glaube ich, der sich da den Ball dann abfängt. Sehr schöne Aktion von ihm. So, jetzt haben wir hier Heimingsson. Pass auf Boakye. Ah, schöner Pass. Und allerdings kommt leider nicht ganz an bei Raphael van der Vaart. Dafür dieser Pass umso besser. Schöner Doppelpass bei Day Son. Gut, dass der Pass angekommen ist von Milan Bardet. Hier haben wir ihn gerade im Ballbesitz. So, Pass rüber auf Jansen. Raphael van der Vaart, der Schuss und der Torwart hält. Und es ist, glaube ich, nicht Steven Mandanda, der da im Tor steht. Ich weiß es nicht. Und gleich mal drauf achten. Doch, es ist Mandanda. Dann ist ja alles in Ordnung. So. Babuena. Pass etwas zu weit. Deswegen kann sich ja Ogo diesen Ball hier gut abfangen. So, Milan Bardet jetzt raus auf Marcel Jansen. Da sind hier irgendwie noch ein paar wenig Spieler vorne. Zu wenig, um genau zu sein. Vielleicht sollten wir mal die Taktik auf Konter stellen. Wäre vielleicht mal eine gute Idee. Naja, aber versuchen wir es erstmal so. Schöner Pass von Heiko Westermann hier. Mal gerade so angemerkt. Son. Jetzt haben wir von der Fahrt. Na, spielt euch doch frei da vorne. Ja, Glück gehabt, dass wir noch im Ballbesitz sind. So, jetzt haben wir Van der Vaart. Raphael Van der Vaart. Jetzt kommt einfach mal der Schuss. Aber der Abwehrspieler schmeißt sich da noch mit vollem Körper rein in den Ball. Und deswegen kommt der Ball nicht aufs Tor. Aber egal, da haben wir ihn schon wieder im Ball. So, hier haben wir wieder Van der Vaart. Boakye. Richmond Boakye. Heimingsson. Jetzt wird es doch etwas mehr der Druck nach vorne. Aber die stehen da sehr gestaffelt vor ihrem eigenen Tor. Der bekannte oder berühmt und berüchtigte Mannschaftsbus, der vor das Tor gestellt wird. Also da ist nicht viel Spielraum. So, Son. Ach, den habe ich aus Versehen verschenkt. Also, egal. Jeffrey Bruma holt sich den Ball wieder. So, Son. Ah, Boakye stand da nicht wirklich perfekt. Ja, und jetzt verliert er den Ball. Also, der hätte da zum Pass besser stehen können. Kein sehr gutes Stellungsspiel. So, Pass. Ah. Oh. Mit der Hacke weiterverarbeitet von Bardet. Es läuft doch so. Adrien. Hier haben wir Boakye. Pass auf Son. Pass direkt weiter auf Van der Vaart, aber Pass zu ungenau, zu lasch gespielt. Fast überheblich. Auf das Niveau dürfen nicht kommen. So, Jansen. Jansen, jetzt kommt die Flanke. Aber der Abwehrspieler kommt dran. Man dann da jetzt mit dem weiten Pass. Allerdings auch wieder auf Bardet oder wer es war, konnte ich gerade nicht drauf achten. So, Son. Son und ich schieße einfach mal Son und er macht das Tor aus der Distanz in der 43. Minute. Jawohl. Ganz wichtiges Tor in der Champions League. Durch Heimingsson, der sich einfach mal ein Herz nimmt und einfach mal draufballert. Hat er sonst nichts zu tun. So. Sollten wir hier mal aufpassen. Rajkovic holt sich schön den Ball. Rajkovic möchte ich öfters mal einsetzen in nächster Zeit. Nicht immer nur Mancien, denn Rajkovic ist mindestens genauso gut wie Mancien. So, auf Boakye. Da wollen wir mal sehen. Ach, jetzt gibt es erstmal Halbzeit. Auch nicht schlecht. Immerhin. Pausenstand 2:0, das hört sich doch schon mal ganz gut an.
und Sporting CP gegen Chelsea 1:1. Weiß ich, ob das Sporting Lissabon sein soll oder was für ein Sporting auch immer, aber interessant auch zu hören, dass es bei Chelsea auch nicht unbedingt gerade so rund läuft. Jedenfalls virtuell. Ja, doch in der Realität läuft es momentan auch nicht so, wie sie sich das eigentlich vorgestellt haben. Manchester United macht wohl die Meisterschaft dieses Jahr in England. Und danach kommt, glaube ich, Man City und Chelsea ist irgendwie nur auf 3 oder so. Das haben sie sich sicherlich auch anders vorgestellt. Vor 2 Jahren waren da die Machtverhältnisse noch ganz anders. Aber wenn das Team zu alt wird und die Spieler irgendwann nicht mehr so gut sind oder man nicht für Nachschub sorgt, dann hat man das Problem. Siehe Inter Mailand. So, jetzt haben wir aber erstmal Raphael van der Vaart, der macht das 3:0. Keine Chance für Mandanda. 17. Saisontor. Meine Fresse. Van der Vaart ist echt Gold wert, der Typ. 52. Minute. Eiskalt. Vollendet. Oder vollstreckt. Gegen 3 Abwehrspieler. Ja, freut mich doch, dass wir da jetzt auch. Also ich hatte ja schon befürchtet, dass wir irgendeinen ach so schweren Gegner bekommen. Aber es sieht doch ganz gut aus. Ist ja jetzt Achtelfinale oder so. Oh, sehr schön. Von René Adler, der sich da den Ball rausfaustet. Jetzt werden sie etwas offensiver hier. Müssen wir 8 geben. Guter Ballgewinn jetzt hier. Und jetzt kann natürlich der Konter kommen. Läuft jetzt über Boak hier. Ach. Der Abwehrspieler mit dem unaussprechlichen Namen. Er fängt den Ball ab. Ajew. Guter Pass. So, jetzt direkt in die Offensive. Boak hier. Ah, auch sehr schöner Pass auf Adrien. Ah, jetzt ist die Situation schon fast zu Ende. Boak hier jetzt einfach mal drauf schießen. Meine Fresse, aus der Drehung ein Tor. Heftig. Und links rein, 20. Saisontor. Ja. Sah man dann da jetzt nicht so gut aus, aber ich denke auch mal, die Sicht war bedeckt durch die ganzen Spieler, die hier alle vorstanden. Und auch etwas unvorausgesehen, etwas, ja, spontan einfach mal da zu schießen. Damit hätte wohl keiner gerechnet. Außer ich natürlich, weil war ja mein Aktion. So, Einwurf gibt es jetzt für Marseille. Und das Spiel ist wohl gegessen. Ich meine, 4:0. Da wird wohl nichts mehr anbrennen. So, bei uns in der Intech Arena ist im Heimstadion. Das heißt, wir haben noch Auswärtsregel und was es da nicht alles gibt. Regeln sind da eigentlich noch nicht kompliziert genug, ne? Warum nicht noch komplizierter? So, jetzt gibt es Vorteil, Freistoß für Olympique Marseille. Ah, Jeff haben wir jetzt hier. Jetzt werden sie offensiver. Und Son holt sich da den Ball. Gut, mit nach hinten gearbeitet. Schöner Pass noch auf Adrien. Jetzt haben wir Boak hier, von dem haben wir heute noch nicht. Ah doch, natürlich ist ein schönes Tor gerade. Das habe ich ja schon fast wieder vergessen. Ich bin auch etwas unkonzentriert gerade. So, Adrien schießt, aber ich glaube, der Ball war noch abgefälscht. Wir gehen erstmal ins Wechselmanagement. Guck mal, ob wir den einen oder anderen Spieler auswechseln können. Son Ilicevic hätte ich mal gerne drin. Van der Vaart können wir schon. Aslan kann mal reinkommen. Und Adrien können wir auch schon. Und Thomas Rincon darf sich mal freuen über einen Einsatz in der Champions League. Oh yeah. So, Dennis Aogo, vielleicht nochmal so eine geniale Ecke. Ja, die war jetzt leider nicht so gut. Aber was soll man auch erwarten? 2 Eckballtore in einem Spiel ist ja schon sehr unwahrscheinlich. Okay, jetzt gibt es mal Einwurf. Marseille. Valbuena.
Nochmal eine schöne Flanke. Und Adler fängt diesen Ball dann ab. So, Ljubicic haben wir jetzt hier. Sehr weite Pass raus auf Jansen. Sehr schön. Schön hat er das gemacht, der Ljubicic. So, jetzt Arslan läuft raus. Ah, wunderbar. Aber da war, stand leider keiner frei und da musste ich hier irgendwie so ein bisschen Risiko gehen. Das war natürlich nicht so gut. So, Dennis Aogo. Aogo. Schön. Geklärt. Wenig Bälle sind heute aufs Tor gekommen und die, die aufs Tor gegangen sind, die hat Adler gehalten. Oh! Fehler hier von Wessermann. Ist er ausgerutscht? Oh! Ja, so leicht kannst du Adler nicht verarschen hier. Lupfer ist ja frech hier. Richtig dreist ist das, mein Freundchen. Aber nicht mit Adler. Das gibt eine gelbe Karte. Ja. Gegen Tolgay Arslan. Er kam da zu spät. Und sieht zurecht. Die gelbe Karte, ja. Kann man vertreten, die Entscheidung. So, Aogo war das, ist glaube ich gerade. So, jetzt Boak hier. Jetzt ist nochmal ein Sprint. Da vorne läuft Jansen mit, aber das war's. Also mit dieser Aktion ist das, ne? Also, Pass kam nicht an. Schon früh abgefangen. Abgewehrt. So, auch dieser Pass geht ins Nichts. Und damit heißt es Abstoß für René Adler. Und ich glaube, wir machen es mal kurz und relativ risikolos. Auf Rajkovic gerade. So. Arslan. Das ist hier Ljubicic. Ich glaube, Arslan, der will nochmal. Der will zeigen, dass er auch was drauf hat. So. Aber der Abwehrspieler, der hat da doch noch was entgegenzusetzen. Oh, Wessermann. Ja, ich glaube, mit dem laufe ich mal zurück. Jawohl, Wessermann leitet einen Konter ein. Steht sehr vorne noch. Und Boaki verliert den Ball. Naja, lässt sich verkraften. Wessermann auch schon ziemlich kaputt. Ja, meine Fresse, was er alles für Bälle rausholt, das ist unglaublich. So, Boak hier. Jetzt haben wir Ljubicic. Guter Pass auf Arslan. Und guter Pass auf Boak hier. Aber Mandanda nochmal mit einem schönen, mit einer schönen Klärungsaktion. Grätscht da rein in den Ball und damit hat er das 0:5 aus Sicht von Olympique Marseille verhindert. Über Day. Jetzt pass auf Boak. Jetzt wird es nochmal kritisch. Boak hier. Schuss, aber abgewehrt. Ja, dann müsste es jetzt auch gewesen sein, eigentlich. Ja. Da kommt der Pfiff. Und ich meine, 4:0. Wessermann nach Ecke. Son, Van der Vaart und Boak hier. Sehr schön. Wessermann, Bestbenotung 9,1. Oder Bestbewertung so. Ja, Kapitän des Spieler des Tages. Aber auch die meisten anderen Spieler haben eine recht gute Leistung gezeigt. Warte mal. Gewonnene Zweikämpfe 4 von 4. Besser Mann. Aber auch Rajkovic 2 von 2 und Aogo 3 von 3. Das sind richtig gute Werte. Adrian 4 von 6. Ja, ist für einen Defensiv-Mittelfeldspieler ein guter Wert. Dass er sich auch viel mit einbringt. Und Sporting hat 2:2 gegen Chelsea gespielt. Und damit beende ich jetzt auch diese Folge von Let's Play FIFA 13. Ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao und haut rein!